Hallo, willkommen bei der neuen Ausgabe der Schlachtnacht. Ja, heute ist es ein bisschen mehr. Das ist jetzt Modell Nummer 4 von 5. Gleich kommt noch was Schönes Rotes. Jetzt erstmal den. Es handelt sich hier um, ich muss eigentlich niemanden erklären, da steht ja schon in der Überschrift, bevor ihr das Video angeklickt habt, nämlich um einen VW T4 von KK Scala. Sehr schönes Modell. Leider kann man hier nichts öffnen. Alternative gibt es ja vom Schuko. Und man kann zwar die Vorderachse bewegen, also lenken. Lenkrad bewegt sich aber nicht. Warum der hier eigentlich auf den Schrott gelandet ist, das weiß ich selber nicht. Ich habe den jetzt von einem Händler bekommen, weil er das als Reklamationsmodellauto wieder zurückbekommt. Und ich muss den jetzt verwursten. So. Ja, optisch gesehen ganz gelungen. Silberne Farbe sieht man halt ständig auf den Straßen. Meistens sieht man den aber in Weiß oder in Rot oder in Blau oder in Türkis. Jetzt mal in Silber. Nichts Ungewöhnliches also. Ja, sehr beliebtes Auto, auch in echt sowie im Modell. Ich habe schon mal einen Türkisen, glaube ich, mal zerlegt und der ist schon nahezu ausverkauft an Teilen. Und deswegen ist hier jetzt der nächste dran. Aber generell, also VW-Busse sind generell beliebt als Teilspender bei mir. Und also es gibt's. Okay, der Microbus von Revell, der ist jetzt nicht so der Liebling. Da sind die Teile eigentlich eher Lahnhüter. Aber ansonsten sind so hier diese VW-Busse T1, T2 und T2A und T3 besonders. Also T3 ist ja wahrscheinlich der beliebteste von allen. Aktuell. Wobei der T1 ist auch noch sehr beliebt. Der Sommerbus ist recht. Eigentlich kann man von allen reden. Selbst dieser hässliche Microboss-Verschnitt von Norev. Selbst der ist beliebt. So, Anhängerkupplung. Ja, der Unterboden ist auch ganz nett geworden. Made in China, immerhin. So, das war's auch schon. Ne? Mehr kann ich jetzt hier nicht abfummeln. Ah doch, Heckscheinwischer. Oh, war ich mal egal. Fast ein Kratzer reingerammt. Oh nein, die Schwerkraft. Oh, ich bin wirklich wie so ein Roboter heute, ey. Nummernschutter und Sticker. Ein Sticker, schade. Ah, hier sieht man auch schon mal einen Verarbeitungsfehler. Da ist das Spaltmaß so groß, dass man eigentlich schon fast mit dem Finger reingehen kann. Zwischen Rücklicht und Karosserie. Der ist also nicht so schön bündig, wie das sein soll. Der Spaltmaß. Hier auch. VW-Emblem ist auch ein bisschen versetzt, aber geht noch. Muss ich mal von innen versuchen. Ich kriege den Scheinwerfer-Inlet nicht raus. Ja, die Felgen sind jetzt nichts Spektakuläres. Das sind halt diese Standard-VW-Stahlfelgen. Aber ich meine, ich kann mich entsinnen, dass der eigentlich auch in Wirklichkeit keine schönen Felgen hatte. Außer man hat da natürlich dafür gesorgt. Ganz einfach greifen.
Ja, keine Gurte, war ja klar. Sonst eigentlich ganz gut geworden, ne, wenn man belegt, der Original ist ja auch nicht sehr luxuriös ausgestattet. Kein Teppich, keine Gurte, keine sonstigen Details. Die Scheiben kann man einfach so rausdrücken. Das ist praktisch. Guck mal, zapp, zapp, habe ich den schon zerlegt. Boah, cooles Armaturenbrett. Man hätte hier natürlich ein bisschen farbliche Akzente mehr bringen müssen. Lenkrad ist starr. Man kann es nicht bewegen. Ah, das geht so. Nicht so der Kracher. Wischer, Scheiben, Scheibenwischer. Guck mal, der zerlegt sich echt wie von alleine, ne? Na komm. Hinten, guck mal, die sind schon eigentlich fertig, ne? Die Scheinwerfer. Kühlergrill. Klopf, klopf. Ein Scheinwerfer. Nuppa. Und der zweite. Das war's. Erfolgreich zerlegt. Ja, im Großen und Ganzen ist das ein gutes Modellauto. Wenn man überlegt, der kostet so im Schnitt zwischen 35 und 60 Euro, 70 vielleicht. Aber für VW-Bus-Fans ein absoluter Muss. Da führt kein Weg daran vorbei. Es ist ein schönes Modell. Man darf halt nur nicht hohe Ansprüche haben. Ansonsten alles tutti. Für die Preisklasse absolut in Ordnung. Okay. Lenkung hätte schon funktionieren sollen. Aber das war es dann aber auch schon. Ansonsten, wie gesagt, habt nicht zu viele Erwartungen. So besonders ist das Modell nicht in der Preisklasse. Es ist wenigstens aus Metall und nicht aus Resin. Ja, man kann viel daraus machen, man kann ihn viel veredeln, man kann bessere Felgen, bessere Innenausstattung machen, bisschen mehr Details und wird alles geben. Das ist möglich, das tut auch nicht weh bei der Preisklasse. Man, so ein Schoko jetzt umzubauen, das ist ein bisschen, ne? Teures Modell, kostet über 100 Euro. Da macht man es lieber an diesem hier. So, danke fürs Zugucken. Bis gleich.